Naja, es sind halt nur noch wir drei übrig, nur noch Nana, Lilly und ich. Ich bin jetzt schon sehr, sehr stark aufgeregt, sehr nervös. Gerade dadurch, dass die beiden sehr starke Teilnehmerinnen auch sind, sehr starke Konkurrenten sind. Boah, ich bin halt richtig gespannt, ne? Ja. Das ist so ein komisches Gefühl, das ist so, wann bin ich dran? Wann bin ich dran? Oh, ich bin jetzt endlich, ich will nicht so lange warten, bis ich dran bin. Ich bin nervös und ich warte noch auf die Entscheidung, aber trotzdem verliere ich auf jeden Fall nicht die Hoffnung, dass ich heute noch bleiben darf. Okay, Leute, I say goodbye to you. Vielleicht kommen ja auch wirklich alle weiter. Ich glaub's auch. Ich weiß, ich habe trotzdem alles gegeben da vorne, was ich in dem Moment geben konnte. Also kann ich mir da jetzt oder mache ich mir da auch keine weiteren Vorwürfe. Ich hoffe sehr, sehr stark, dass ich weiterkomme, wirklich. Also ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen gerade. Hi Mira. Hi. Mira, ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast, aber ein Mädchen wird heute leider die Show verlassen. Mhm. Ja. Und dass du nicht zu den schlechtesten Mädchen hier gehörst, das weißt du. Aber die Konkurrenz ist dieses Jahr so hart bei Germany's Next Topmodel. Und bei dir ist oft ein Fragezeichen im Kopf. Das heißt, du guckst mich an und willst von mir eine Antwort, die ich dir nicht geben kann. Die kannst du dir nur geben, ne? Weil du wirst auch auf Castings gehen, wo das nicht hier so abläuft. Die sagen gar nichts. Ja. Nichts. Und deswegen musst du für dich diese Liebe finden, um danach bei so ein paar Niederlagen, dass du dir sagst, und nochmal, ich versuch's nochmal. In diesem Geschäft ist es super wichtig, dass du dir selber treu bleibst. Ich würde sagen, nutze jede freie Minute, die du hast, und zeig uns, was in dir steckt. Okay, das mache ich. Herzlichen Glückwunsch, du bist eine Runde weiter. Ja, ich bin weiter. Ja. Alter! Oh, Leute, ich hab da vorne gestanden, ne? Fast geheult. Nein! Komm hier! Ja, komm hier rein! Warum denn? Ich bin einfach nur erleichtert, Leute. Oh. Ach so! Baby! Oh. Ich hab's dir gesagt! Ich hab's dir gesagt! Ich freu mich wirklich mega. Auf jeden Fall aufgeregt und ich war jetzt nicht so schlecht, aber ich war auch nicht so super. Deswegen kann ich das noch gar nicht einschätzen. Bei mir wurde halt auch noch mal gesagt, du weißt, es kann heute fliegt eine. Das erste, was gesagt wurde, ist Mira. Du weißt, heute muss eine gehen. Ja, und dann sagen wir auf einmal bei Lilly so, eigentlich sollte ja heute eine gehen, aber weil wir dich nicht gehen lassen wollten. Hi Nana. Gestern, muss ich sagen, hat mir ein wenig die Eleganz bei dir gefehlt. Wir gucken mal dein Foto an. Das war sehr hölzern vielleicht, sage ich jetzt mal. Ne? Dieses Weiche, das war irgendwie nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ne? Ne, deswegen habe ich auch so gehofft, dass du heute hier eine mega Performance ablieferst. Wir fangen an, du stehst an der Band. Und dann fängst du an, dich am Hals zu kratzen. Das geht natürlich nicht. Auf dem Laufband ging es erstmal die ersten Schritte. Wo es dann ins Laufen kam, ist die Haltungsnote. Wie bei den Proben, wo ich gesagt habe, Kopf nicht so nach vorne. Dann bist du nach vorne gekommen, Pyro, pff, sehr erschrocken und ein Fragezeichen im Gesicht. Ja, das stimmt. Nachdem wir auch wirklich alle Mädchen angeguckt haben, warst du heute leider die Schwächste, Nana. Und deswegen muss ich leider fair bleiben, liebe Nana, und muss dir das sagen, was hier bei Topmodel keiner hören möchte. Das stimmt. Aber ich habe heute leider kein Foto für dich, Nana. Okay, alles gut. Das tut mir leid. Na, hat ja mega Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht? Ja, definitiv eine Erfahrung wert. Von beiden. Ich würde dich gerne drücken. Ich auch, Nana. Du darfst nicht. Hat mega Spaß gemacht, war cool hier die Zeit und
Ich danke dir für alles. Ja, klar. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ja, Dankeschön. Danke dir, Nana. Tschüss. Tschüss, Nana. Das ist eine Lüge. Ich will nicht weiter. Nice. Hey, Leute, ich will nicht weiter. Was? Doch, wirklich nicht. Warum? Was haben die gesagt? Ich war die Schwächste diese Woche. Nein. Ja, aber egal. Nein. Nana. Ich hab Gänsehaut. Sorry. Ich hab trotzdem ein Lächeln auf meinem Gesicht, weil ich mir so denke, es war eine Erfahrung wert, hier zu sein, so viele tolle Mädchen kennengelernt zu haben. Oh. Jetzt muss ich auch heulen. Nein, alles gut. Nein. Ich meine, dass sie gehen muss. Es bricht mein Herz. Aber ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll. Es ist einfach. Was ist los? Bei dir brodelt's, ne? Wart ihr sehr eng befreundet, du und Nana? Okay. Atmen. Immer atmen, meine Liebe. Das ist völlig in Ordnung. Wenn du weinst, dann weinst du. Ist doch nicht schlimm, oder? Es tut mir ja auch leid und ich würde dich auch jetzt gerne in den Arm nehmen. Aber wir können leider... From the far. Sogar wenn du weinst, bist du so wunderschön. Ja, das stimmt. Muss ich auch manche, so sieht das bei mir nicht aus, wenn ich meine. Will keiner sehen. Mercy. I'm sorry. Vielleicht können wir dich auch einfach ein bisschen aufmuntern, indem wir dein Foto anschauen. Hat's geklappt? Lacht sie wieder? Ich hab was gehört, dass sie sich freut. Doch. Ah ja? Also ich will mir nicht sehen. Lachen und weinen. Oh. Ja, komischerweise sind die Fotoshootings auch nicht unbedingt deine Stärken. Der Laufsteg eher schon. Wir sehen es natürlich, weil sobald es losgeht, dass du wirklich modelst und, oder die Pose machst, dann ist immer noch ein kleines Fragezeichen da. Mach das Fragezeichen weg, wenn du aus dem Haus gehst. Bitte. Genau. Brauchst du gar nicht. Mach ich. Ich hoffe, du nimmst dir das zu Herzen. Mach ich. Und dann wünsche ich dir viel Glück in der nächsten Runde, okay? Work, work, work! Herzlichen Glückwunsch! Tschüss! Lilly! Hä? Doch, sie gegen Nana. Nein, sie ist weiter. Es tut mir leid. Nein, alles gut. Jeder, du läufst noch mit Fernseher. Hallo. Ja, alles gut. Girl, du wirst rocken. Ich weiß, dass ich natürlich glücklich sein sollte, dass ich weitergekommen bin. Aber Nana, wir kennen uns nicht so lange, aber Nana ist halt Nana, ne?